Hä? Hallo? Was macht ihr denn hier? Spiel! Spiel! Hallo? Hi? Was war denn jetzt los? Kuppelt ihr einfach mal zwischendrin ab. Was ist denn? Also, jetzt mobbt mich das Spiel. Aber vom Feinsten. Ich will doch schnell nur in City hier abgeben. Wir hatten gerade so einen guten Lauf und jetzt sowas. Warum Spiel? Warum hast du dich einfach zwischendrin abgekuppelt? Das finde ich jetzt nicht lustig. Also wenn ihr das auch schon mal hattet, sagt mal Bescheid. Würde mich jetzt interessieren, weil... Hä? Ich habe jetzt auch nichts gemacht, was es zum Abkuppeln hätte bringen können. Das ist sehr Mystery. Sehr, sehr Mystery. Mega Mystery und die Kupplung und so ist alles gleich geblieben. Boom. Volle Möhre drauf. So, jetzt gehen wir mal gucken. Haben wir alles dran? Ja. Hier passt auch alles. Ja. Das sind die Wagen jetzt halt für City. Dann schauen wir mal. Boah, ich dachte schon, es bewegt sich nicht. Es sah gerade so aus. Auch nicht schlecht. Habe ich auch noch nie gehabt. Die andere Hälfte steht einfach mal mitten in der Pampa. Finde ich super. So muss es sein. Spiel, du mobbst mich.
Mir ist den ganzen Zeitplan durcheinander. Die ganzen Fehler hier sind doch alle gemacht von mir. Mann. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ab und zu mal nicht nachfragen bei dem Spiel. Ab und zu mal ist es echt so, und dann ist es wieder so echt klug, das Spiel. Manchmal frage ich mich dann schon so, was die Entwickler da sich da gedacht haben bei diesem Spiel. Man weiß es ja nie. Man munkelt ja in Munkelhausen. Heute haben wir mal gewürfelt wie ein Kuppel. Einfach mal so. Weil wir es können! Naja, haben wir es ja gleich geschafft hier in City. Außerdem Spiel fehlt noch was Neues, ein zum Beispiel da hinten dann zu den Kuppeln. So, gucken. Was denn da vorne? Ja, da vorne fahren wir. Da hinten sind wir. Wir sind schon fast im Machine Factory Town. Ab und zu fast. So. Jetzt müssen wir mal so langsam mal doch in die Eisen steigen. Aber nur mal langsam. So, gehen wir mal ein bisschen mehr in die Eisen. Dann stellen wir mal rückwärts ein und lösen die ganze Schose. So. Wir können jetzt 50 nach rechts oder 30 nach links. Ich würde sagen, wir fahren 50 nach rechts. Das wäre so am einfachsten, wa? Gott. Strecken und Recken, wisst ihr, das muss ja auch mal so zwischendrin sein. Man sagt ja immer, wer sich streckt, der fühlt sich dann gereckt. Was ich da eigentlich erzähle, ist eigentlich völliger Humbug. Ich will jetzt einfach nur meine Fehler hier übertünchen. So, jetzt fahren wir wahrscheinlich dann auch ins falsche Gleis rein, wa? Aber ich glaube, ich bin so klug und stell vorher die Weiche. Na, das sage ich euch mal so, wie es ist, wa? Und wenn ihr euch denkt, was ist denn das jetzt für ein Idiot, der jetzt so dämlich daherlabert? Ich sag mal eins, ich hab meine Kaffeemaschine wieder, ja. Seit Donnerstag habe ich meine Kaffeemaschine wieder. Funktioniert so einwandfrei, ist noch in der Testphase. Falls was dann doch ist, dann können wir es nämlich wieder zurück in den Mars geben. In den Jupiter. Ihr wisst schon, wen ich meine. Und naja, da machen wir dann ein bisschen Rambazamba dann, wenn sie wieder nicht geht. Weil ich klicke doch keine knapp 600 Euro hin und die Kaffeemaschine funktioniert da ja nicht. Es ist einfach mal so. Und ja, wenn ihr euch fragt, wo das Vögelsche ist, ich weiß es auch nicht. Ich habe mir mal auf die Seite gestellt, habe gesagt, du Noob, du kannst ja nichts.
ich nehme jetzt mal Steuer in die Hand, ja? Ich bin der Buddelböhme und heute bin ich euer Kapitän hier. Ich fahre jetzt gerade mal in der City rein, weil der Vogelkopf hat ja draußen die Hälfte der Wagen stehen lassen. Wie er das geschafft hat, das weiß ich auch nicht. Chef hat gesagt, hier Buddel, der Vögelsche, der ist so ein Heini-Weini, nimm mal hier seine Möhre ab, mach du das mal, du bist der bessere Captain. Ja, ich sag, alles klar, Chef, Mama, weil, nun gucke mal, was der Vogelkopf gemacht hat, jetzt steht hier eine Eisenbahn und da hinten steht eine Eisenbahn. Wer ist denn so hirnverbrannt und stellt da zwei Eisenbahnen? So, welche hätte er ja auch mal stellen können, ihr Vollpfosten. So, jetzt hauen wir uns einfach mal was hinter die Birne. Ah, super. Das knallt euch. Das zeige ich euch. Wisst ihr? Ich bin ja nicht so einer, der hier gerne arbeiten geht. Aber wenn der Chef sagt, ich soll, dann mache ich es halt auch. Jetzt gehen wir mal hier den Rotz ab, den er hier zusammengestellt hat. Der fährt den leeren Wagen durch die Gegend. Die bringen da gar keine Kohle, du Vogel. Hey, einmal mit Profis arbeiten, wa? Ist schon die schwere Tat. So. Jetzt checken wir mal die Lage, ob es passt, wa? Ah, ich bin ja heute echt sportlich mal wieder, ja? Chef hat ja gesagt, ist der Buddel, du bist schon ein gewiefter Mann, ja? Du kriegst ja schon alles auf die Reihe. Aber, mein Freund, dein Bäuchlein muss vorne weg. Habe ich gesagt, Chef, kein Thema, ich mache mal Kniebeuge, wenn ich warte, bis der Zug da ist. Und jetzt machen wir mal Kniebeuge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, Freunde, jetzt gehen wir uns erstmal eine rochen hier. War ja schon wieder Sport genug. Und Kids, wenn ihr das sehen solltet, tut mir einen Gefallen und rocht nicht. Nehmt gleich lieber das richtige Zeug und knallt euch am besten einen fetten Rabbi-Bubble hinter die Birne. Ja, das ist immer am besten, was man machen kann. So. Wegen dem Knallfrosch habe ich ja Leerzüge abgestellt, wisst ihr? Dem Dank von Vögelsche, Alter. Wenn ich den mal jetzt erwische in den Diensträumen, halt, den mache ich platt. Den mache ich sowas von platt, das könnt ihr euch ja nicht vorstellen. So, haben wir das mal abgegeben hier. Nimm mal. Was haben wir denn jetzt verdient? 16.000. So, was hat denn der hier? Nichts. Was hast denn du hier? Nichts. Ja, bist du irre oder was? Hier ist nichts da. Ja, dann fahren wir mal weiter. So. Was haben wir denn jetzt hier noch für Aufträge? Damit man hier mal sortiert dann im Bahnsteig in Machine Factory Town einfahren kann. Ah, was bist denn du? 8,9, wo ist denn die 8,9? Hier. Mhm. C4 will der gute Mann. Ja, dann fahren wir mal ja hin, wa? C4, Steuermann, hat ja auch schon wieder Schaden genommen. Hey, hey, hey. So. Mal rein hier in die warme Stube. Alter, hat er hier geschorst oder was? Ja, das zeige ich euch. Das sind ja meine die liebsten Kollegen, die mal hier in den Zug reinpupsen. So. 98. Haben wir nicht. Aber in 8,9 ist hier. Ja. Das zeige ich euch mal, ja. Stinkt wie Hotte hier. Müssen wir mal lüften. Was ist der hier schon wieder sein komisches Knobi-Brot hier? Zeige ich euch, ja? So geht das hier nicht mehr weiter.
Muss ich mal ernsthaft mit dem Schäfer reden? Ist da die halben Bahn dort stehen und die Kapitän die Scheiße an, ey? Kein Wunder, dass er zum Kacken zu doof ist. So, jetzt kann man fahren. Luft ist wieder rein hier drin. Fleischote. So. Wisst ihr, neulich war ich mal hier ordentlich einen hinter die Birne kippen, wa? Hab ich mir gedacht, Buddel, hast du mal eine Flasche rum, eine Buddel auf rum. Ach, da kommt ja mein Name Buddel, wisst ihr? Hau mir gerne mal am Feierabend hier so eine Flasche rum hinter die Birne und alle sagen, ah, du mit deiner Buddel voll rum. Ist halt der Buddel, ja? Vorname ist ja auch Buddel, der Nachname ist Böhme. Buddelböhme, ja? Haben wir schon gewieft gemacht, mein Spitznamen. Naja, ist da, saß ich so in der Kneipe, hab mir wieder mal so eine Pulle herumgestellt, so eine Buddel auf rum. Ja, da kam dann unser Kaiser, der Söder, kam rein. Hab ich gesagt, hey Söderle, komm mal her, wir sind ja per Du, wisst ihr? Hab Connections hier in die Politik, hab gesagt, hey Söder, hier, was machst denn du da für eine Scheiße, wisst ihr? Du kommst daher, sagst, Inzidenzwert von 50. Kein Schwein weiß, wo die 50 herkommen. Das erklären wir mal, ein kleiner Politiker, der mit seinem Arsch auf seinen Stuhl den ganzen Tag hockt, woher hast du die 50? Hat er zu mir gesagt, Puddel, das ist einfach, damit wir die Kette nachvollziehen können. Habe ich gesagt, Alter, das kannst du auch mit 300. Er muss dann nur deinen Gesundheitsämtern sagen, hey Leute, fragt mal nach, wo sie alle waren, ja. Hat er gesagt, Beutel, wir machen das nicht, wir sind zu doof dafür. Dann habe ich gesagt, pass auf Söder, setz mich da mal ins Gesundheitsamt rein, ich räume da auf. Hat er gesagt, mach da. War ich jetzt letztens hier gestern aushelfen im Gesundheitsamt, wisst ihr? Und ja, jetzt ist bei mir im Bad das Licht angegangen, ist ja der Wahnsinn. Weiß ich auch nicht warum. So, war ich halt im Gesundheitsamt und jetzt muss ich mal kurz das Bad ausmachen. Moment. So, Bad ist aus. War ich Gesundheitsamt, hab aufgeräumt da drin. Hab gesagt, Leute, so geht's nicht. Hier ist meine Pille rum für jeden. Weil ohne geht ja nicht. Ohne kann man ja nicht arbeiten. Apropos rum, muss ich mir erstmal was hinter die Birne hier. Leute, ohne geht's nicht mehr. Ich muss ja meine 3 Promille halten, wenn ich arbeite. So, war ich da drin, rief einer an. Keine Ahnung, wer das war. Klaus Dieter aus der Ingelsbergstraße 39, hier in München. Und sagt, da, Marz hat gesagt, ich will mich testen lassen, ich bin positiv. Hab ich gesagt, alles klar, Freund, bleib daheim, hol aber noch vorher noch ein Sixpack rum. Gibt's das in die Birne, bist du übermorgen frei. Sagt er echt? Ich so, ja, sag's mir noch alle, mit wem du Kontakt hattest, das machen wir selber gleich mit. Hat er mir die Namen gesagt, habe ich alle angerufen, hab gesagt, holt euch noch ein Sixpack rum und dann abhäme. Am besten geht er hier zu Klaus Dieter heim, dann könnt ihr zusammen die 3 Tage saufen. Siehst du, so geht das. So kriegt man Corona unter Kontrolle. So. Jetzt fahren wir mal schnell nach Machine Factory Town, um das Thema wieder abzulenken. Ist eine harte Arbeit hier. Kids, ich sag's ey. Das ist nicht mehr so einfach mal, wie es mal war, wa? Früher war es viel einfacher. Warst du zu zweit auf dem Bock. Du hast der eine hinter dir, hat die ganze Zeit Kohlen in den Behälter geschaufelt und du saßt hier vorne, hast dir dein Chili-Milli geführt und hast die Füße hochgelegt und hast so ja, getan, als ob du Lokführer wärst. Ah, so ist das halt nochmal. Es ist nur so mal, wie es mal war. Man geht mal bis nachts um 2 arbeiten, weil die Kackschoten wollen ja von A nach B geschoben werden, noch nachts um 1. Und wehe, es fährt kein Zug mehr nachts um 1, ich sag's euch, da kriegen sie ja die Krise.
Na, fährt mal einen Zug und was sitzt drin? Drei Heinis, die mal hier von A nach B wollen. Pappmeier, ey. In so eine Scheiße muss ich hier bis um 2 Uhr arbeiten. Na. Geht ja nicht. Geht ja nicht. Ich wäre ja dafür, dass die Eisenbahn so wie die Läden erst um 8 Uhr losfährt, um abends um 20 Uhr wieder aufhört zu fahren. Wer braucht nach 20 Uhr noch eine Eisenbahn? Ich nicht. Ich sitze dann zu Hause und spiele 5 gegen Willi. Weil nichts in der Klotze kommt. Kannst du alles nicht mal gucken? Ja, Harz und Herzlinge, wie das alles heißt. Braucht ja kein Mensch. So. Freunde, wir sind ja hier Sheentown Factory. Ah, kann der Vögelschiff wieder übernehmen, dieser Knallschote. Musste ja hier zum Chef antanzen, sitzt er da oben heute. Mein Gott, ist da einfach mal hier. Die halben Wagen stehen hier mitten auf der Strecke und ich muss hier arbeiten an meinem Freund da. Habt noch 8 Pullen rumsaut. Wisst ihr, Philotech war auch noch gerade da. Haben wir hier krass Fettwetten abgeschlossen hier, weil Wochenende Fußball. Aber natürlich immer hier höchste Quote, tausender Quote, 5 Euro gesetzt. Ja. Natürlich immer für die Mannschaften, die halt nicht Favoriten sind. Ist ja halt klar, oder? Wer weiß, vielleicht gebe ich mal ja die Millionen. Ah. Bäumchen in die Fresse gekriegt. Alter, ist denn mein Tattoo. Früher aufgestanden und erstmal arbeiten gehen. Der andere sitzt da auf der Couch und haut sich die Flasche Pulle rein. Ja, blöder Philotech, muss ich auch nochmal anrufen. Ah, Moment, haben wir gleich. Erstmal hier. Ja, jetzt mal ein bisschen noch arbeiten kurz. Ah, 50 in die Weiche geht der rein. Moment, haben wir gleich. Klingelt. Hey, Philo! Du alter Schnachzapfen, du Schnapsdrossel. Sag mal hier, du Vogel, hast du hier 100 Euro auf Dresden gegen Rostock gesetzt? Hast du? Gut. Freut mich. Hast du auf Dresden gesetzt, oder? Die Idioten verlieren ja eh wieder am Wochenende. Knallschotten. Ah, ja, habe ich ja gehört. Ja, Jogi Löw hat Dresden übernommen. Die Pfeife hat ja gegen Spanien 6-0 verloren, Philo. Ja. Ja, weiß ich. Hatsche Schicksalsschläger, ja. Ich kann schon nicht mehr sprechen, bin schon fast nicht. Ah ja, haben wir noch rum oder muss ich hier kurven gehen in der Machine Factory? Muss ich kurven noch? Ah, die vielen? Achte! Ja, durch den Gewinn mit dem 6-0 gegen Deutschland haben wir ja ordentlich eingeheimst. Ja. Ich verstehe, ja. Kriegen wir hin. Ja, ich stelle noch schnell die Möhre hier ab und dann kommen wir nicht vorbei, wa? Alles klar. So, Freunde. Machen wir jetzt schnell hier. Gehen wir mal diesen Schussmüll hier ab und dann machen wir Feierabend für heute. Ja, hab grad das hier. Philo ist auch nicht mal der Geheiste, wisst ihr? Hat er ja Hauptschule gemacht. Hat in der 7. aufgehört. Ist zwar Kassierer dann am Ende. Und jetzt ist er Disponent bei uns. Seht ja, was rauskommt, wa? Wahnsinn. Man kann auch Karriere machen, wenn man keine Schulabschlüsse hat. Ich habe ja nur hier Kindergarten gemacht. Schule haben sie mich gar nicht genommen, weil ich schon mit der Pulle rum in der ersten Klasse da stand. Pavs hat gesagt, hier nimm mit, schmeckt wie Cola. Er hat mir auch Cola reingemischt. Cola rum. Oh, waren meine Anfangszüge, ich sag's. Und seitdem am Tag mindestens 3 Flaschen rum. Na, muss ich gleich nochmal nachkippen hier. Ah, Prost. Verzeih euch mal. Es ist einfach nicht mehr so einfach. Ah. Ja, Mama Henne, ja. Ich will endlich Häme. Pulle voll rumwartet auf mich. Ah. Kommt ja schon zu Ende.
Ah, das mach ich nie wieder. Also wenn die Signal schürte, völlig wäre, ey. Bitte zeig ich mal, so wie es ist, Alter. Das geht nicht gut, Alter. Mal schnell kicken, 8, 9, C4, ja, das passt, Mann. Das passt. So, hängen wir nochmal den ganzen Schnöselbüttel hier ab. Abhängen, habe ich gesagt, Alter. Mein Gott, ey. Gib mal Kohlen her, Alter. Oh ja, 30.000. So, Freunde. Oh, mal kurz hier. So, Freunde, Herr Puddel sagt auf Wiedersehen. Macht's gut hier bei FÖCK.TV. Immer dran denken, wa? Pulle voll rum, geht immer. In diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal, euer Puddel von FÖCK.TV. Und das Vögelchen, dieser Pappheimer, der muss jetzt ja noch ein bisschen Strafarbeiten machen. Pfeifenkopf.